Also das bezieht sich hier auf das sogenannte Konzept eines Künstlers. Nicht? Das ist für Anfänger ein bisschen früh, aber es macht ja nichts, nicht, wenn wir das schon auch schon mal gehört haben. Ein Konzept ist, sagen wir, eine Beschreibung des Forschungsganges des Künstlers. Kunst ist Forschung. Und nur dann ist es Kunst, wenn es wirklich aktuell ist, wenn es nicht abgekupfert ist, nicht, dann ist man Epigone, sondern wirklich eine individuelle Entwicklung hat, die aber, unter uns gesagt, überprüfbar sein muss. Das ist ja auch Ziel der WFK, die Grundlagen zu legen, dass man dann eines Tages in der Lage ist, selbstständig, wie wir es jetzt im Augenblick machen, bekommen wir von fremder Seite, eben von ihm Aufgaben. Und wenn man dann alleine selbstständig ist, muss man sich die Aufgaben selbst stellen. Und vorher natürlich sich selbst befragen, was will ich? Wer bin ich? Wo stehe ich? Religiös, politisch, weiß ich in welchen Bereichen. Wie sind meine Standpunkte? Und was will ich der Welt vorzeigen? Und dann die Frage natürlich der Innovation, wie komme ich zu der Darstellung? Wie gehe ich da vor? Da reicht es nicht zu gucken in der Kunstgeschichte und sich irgendeinen Lieblingsmaler auszusuchen und dem nachzueifern. Dann wird gleich mit dem Finger auf einen gezeigt und sagt, ja, ein Epigone da, nicht? Der malt wie Matisse, Picasso, Braque oder weiß ich wer. Ja? Sondern wir müssen, und das ist ja auch ablesbar nachher, wie wir das kennen aus der Kunstgeschichte, wenn wir dein Kunstgeschichtsbuch aufschlagen, sehen wir auf den ersten Blick und können grob einschätzen, in welchem Jahrzehnt das entstanden ist. Wie wir das auch können mit Autos. Nicht? Wenn da ein Auto vorbeifährt, dann können wir ungefähr sehen, in welchem Jahrzehnt das Auto geboren wurde. Ob das 1920, 30, 40, 50, 60, 70, ja, oder aber 80, 90 hat sich immer verändert. Grundlegend verändert. Und so ist es auch mit der Kunst. Was Kunst ist, verändert sich. Gibt keine Wiederholung. Die Wiederholung gibt es auf dem Dorf. Natürlich in den Städten. Da sind Kunstvereine, da sind Gruppierungen, die möchtegern Künstler sind. Nicht? Das sind 90% der Künstler sind möchtegern Künstler. Sie möchten gern malen, besser teilweise wie Rubens. Ja? Sagt der Laie. Nicht? Aber es ist nichts wert, es ist eben nur gemachtes Handwerk. Und Kunst, natürlich gehört das Handwerk zur Kunst, aber nur Handwerk ist eben Dilettantismus, sondern Forschung. Wir müssen also sehen, wie wir mit Farbe, Form unser Gesagtes in irgendeine ganz besondere individuelle Form bringen. Und dazu gehört natürlich ein wenig Erfahrung. Das ist ein bisschen untertrieben, ein wenig, nicht? Erfahrung. Man muss also eine Vielseitigkeit an Techniken, an Grundlagen, an theoretischem Wissen, auch an Kunstgeschichte kennen. Kunstgeschichte aus dem Grund, damit ich nicht in Versuchung komme, aus dem Gedächtnis heraus oder nur von irgendwelchen Eindrücken mich da in irgendeine Richtung dann hineinbegebe. Und dann muss man sowas schriftlich fixieren. Peu à peu, nicht von heute auf morgen, sondern, ach, das ist mein Thermometer, sagt einer, es ist 19 Uhr. Geht gleich aus.